Herzlich willkommen, liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, liebe Eltern. Mein Name ist Peter Pflüger und ich bin Schulleiter hier an der Gemeinschaftsschule Weigersheim. Da wir in diesem Jahr leider Corona-bedingt keinen Tag der offenen Tür durchführen können, werden wir Sie heute mitnehmen auf einen virtuellen Rundgang durch unsere Schule. Wir, das ist unser Schülersprecher Max Müller und ich. Hallo Max. Hallo. Ja, wie schon gesagt, ich bin der Max Müller, ich bin der Schülersprecher. Ja, wir sind ja alle im Homeschooling, deswegen dürfen wir halt ohne Maske mit genug Abstand in die Schule rein. Ja, ich werde nächstes Jahr meinen Realschulabschluss an der Schule machen. Genau, ich führe Sie jetzt wegen durch. Kommen Sie mit in den Raum. Hier sind wir in unserem Nähraum. Schon in Klasse 5 und 6 lernen die Schüler im Fach TSA den Umgang mit der Nähmaschine. Stimmt, das hat mir in Klasse 5 auch gefallen. Wir waren auch in der Schulküche und haben dort einige Basics gelernt. Zu TSA gehört aber auch der Bereich soziales Lernen und Technik. Auch in Technik bekommen die Schüler einen Einblick in das Fach. Im Bereich Technik haben wir in Klasse 5 und 6 hauptsächlich mit Holz gearbeitet. Die CNC-Fräse, die man hier sieht, benutzen wir hauptsächlich ab Klasse 7. Technik kann ab Klasse 7 alternativ zu AES, das heißt Alltagskultur, Ernährung und Soziales oder Französisch, als Hauptfach gewählt werden. Ab Klasse 7 gibt es dann in den Wahlpflichtfächern auch vermehrt Theorieunterricht, um die Schüler auf die späteren Abschlussprüfungen vorzubereiten. In Klassenstufe 5 und 6 haben wir das Fach Ich und Du gleich Wir. Hier lernen unsere Kinder, wie man als Team zusammenwächst, was ein gutes Team ausmacht, dass jeder unterschiedliche Stärken und Schwächen hat, aber jeder so genommen wird, wie er halt ist. Jetzt schauen wir uns mal ein Klassenzimmer an. Oh, hier wird gerade sogar errichtet. Unsere technische Ausstattung ist auf dem neuesten Stand. Über die Plattform Microsoft Teams sind wir auch aktuell immer mit unseren Schülern in Kontakt und der Unterricht findet online statt. Die digitalen Tafeln sind auch im Präsenzunterricht wirklich toll. Der Unterricht macht mit einer guten Ausstattung einfach gleich mehr Spaß. Die tolle digitale Ausstattung unterstützt mich bei der täglichen Arbeit. Wir arbeiten im Unterricht auf drei Niveaustufen, dem G, dem M und dem E-Niveau. Das G-Niveau zielt auf den Hauptschulabschluss hin, das M-Niveau hat die mittlere Reife zum Ziel und das E-Niveau bereitet auf das Abitur vor. Die Schüler arbeiten immer am gleichen Thema, aber Qualität und Quantität unterscheiden sich. Und wenn man mal schulische oder familiäre Probleme hat und mit jemandem darüber sprechen will, ist unser Schulsozialarbeiter immer für uns da. Natürlich kann man bei Problemen auch zu uns Lehrern kommen. Eine wichtige Basis der Kommunikation ist bei uns das Lerntagebuch. Es wird von Eltern und Lehrern zum Informationsaustausch genutzt. Hier wird festgehalten, was an den einzelnen Schultagen unterrichtet wurde. Und der Wochenplan hat auch hier seinen Platz. Jetzt sind wir im naturwissenschaftlichen Bereich. Diese Räume wurden gerade saniert. Ich freue mich schon, wenn wir im Präsenzunterricht wieder Chemie, Physik und Biologie haben. In diesen Fächern gibt es, wie gerade gesehen, oft spannende Experimente oder man darf selbst tätig werden, so wie ich hier beim Mikroskopieren. Herr Pflüger, können wir nicht auch unsere Sporthalle zeigen? Ja, das ist eine gute Idee. Wir haben vor Ort mehrere Sporthallen, ein Hallenbad, einen Hartplatz und ein DFB-Fußballfeld. Das DFB-Fußballfeld wird vor allem in der großen Pause und in der Mittagspause von den 5. und 6. Klässlern genutzt. Ich freue mich schon, wenn wir wieder richtig Sportunterricht haben, mit allen Schülern zusammen. Ich selbst bin im Profilfach Sport und habe dadurch 5 Stunden Sport in der Woche. Nach dem Sport ist man natürlich hungrig und wir als Gemeinschaftsschule sind eine Ganztagesschule und haben dreimal in der Woche einen Nachmittagsunterricht. Daher bieten wir in unserer Mensa täglich ein warmes Mittagessen an. Die Schüler können aus 2 Gerichten auswählen. Ein Salat ist auch dabei.
Schade, dass es heute nichts zu essen gibt. Ich denke, man hat jetzt einen ganz guten Einblick in unsere Schule bekommen. Das stimmt. Max, vielen Dank für deine Unterstützung. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Interessant ist noch, was unser Elternvertreter über unsere Schule sagt. Die Gemeinschaft Schule Weikersheim überzeugt mich deswegen, weil hier Lernen gelernt wird, so wie es sein soll. In seinen starken Fächern wird man gefördert und das nutzt auch in den schwächeren Fächern, weil man da dann auch Aufwind bekommt. Das habe ich bei meinem Sohn erlebt, der hier alle 5 Jahre gemacht hat, einen sehr guten Abschluss mit der Reife gemacht hat und jetzt aufs Wirtschaftsgymnasium geht und dort nicht nur so mitschwimmt, sondern richtig gut dabei ist, was doch sehr für die Ausbildung hier spricht. Sie haben nun einen ersten Eindruck von unserer Schule bekommen. Gerne können Sie mich jederzeit kontaktieren. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage. Ich hoffe, wir lernen uns bald persönlich kennen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.